Hallo und herzlich willkommen hier bei Pyrox Games zu einer weiteren Folge von Star Wars Galaxy of Heroes. Und endlich, nachdem ich gestern ja schon ein passendes Video zur Stufe 5 des Darth Revan Unlock Events mal wieder gebracht habe, ist es jetzt soweit, dass ich nach knapp 2 Monaten endlich wieder Content für euch bereithalte. Und zufälligerweise geht es außerhalb meines Plans. Also, eigentlich wollte ich euch in den nächsten Tagen mal mit etwas anderen Guides noch versorgen zu unter anderem der hellen Seite Geonosis. Aber heute Morgen kam dann frisch das da um die Ecke, nämlich der Kit-Reveal für The Armorer oder Die Schmieden, vermute ich mal fast, dass wir das übersetzen werden. Und natürlich werde ich dann diese Gelegenheit gleich nutzen, um euch das entsprechende Kit-Reveal zu geben. Und da ich mittlerweile auch in einer Weiterbildung bin, also sprich, ich bin quasi verjobbt, könnte man sagen, wird es jetzt leider arbeitstechnisch, da ich das jetzt irgendwie so kurz dazwischen geschoben habe, das geht dank Homeoffice glücklicherweise, wird es auch hier wieder einmal ein Kit-Reveal ohne Einblendung, so ein Textfeld sein, sondern ich werde euch das jetzt auch mal wieder in Anführungszeichen live übersetzen. Und ich muss dazu sagen, es ist auch nicht so schwierig, denn das Kit ist tatsächlich relativ schlank gehalten, aber ja, es könnte mitunter vielleicht ganz gut mit anderen Dingen, mit anderen Charakteren Synergien geben. Allen voran natürlich The Armorer, für alle von euch, die das schon wissen, die das schon gesehen haben, ist natürlich ein Charakter aus The Mandalorian. Und an dieser Stelle sei einmal dazu gesagt, dass es jetzt in diesem Video zu 100% Spoiler geben wird zu The Mandalorian im Allgemeinen und auch zu Season 2 von The Mandalorian. Das heißt also, wenn ihr weder was über Mandalorian noch Season 2 im Speziellen wissen wollt, dann müsstet ihr jetzt bitte abschalten. Ansonsten seid ihr dafür gewarnt, dass hier Spoiler passieren werden. Gut, spätestens dann, wenn das Ganze live geht, werdet ihr wahrscheinlich sowieso ein bisschen gespoilert werden. Aber ich möchte es an dieser Stelle trotz alledem einmal hier nochmal explizit sagen. Also Spoilerwarnung, und bitte, bitte, bitte seht auch davon ab, in den Kommentaren entsprechende Spoiler zu Mandalorian bzw. zu Season 2 zu geben. Und wenn möglich, dann taggt sie bitte als entsprechende Spoiler. Also das heißt, ihr schreibt Spoiler, macht 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leerzeilen, dass das kein anderer erstmal auf den ersten Blick lesen kann. Und dann kann man sich entscheiden, ob man das Ganze angucken möchte oder nicht. Bitte, bitte, bitte nehmt dabei Rücksicht auf alle anderen auch. So viel der Warnung vorweg. Jetzt geht es an das Kit von The Armorer. Und das Erste, was euch auffällt, ist wahrscheinlich hier, während ich jetzt geredet habe, dass hier ein neuer Tag dabei ist, nämlich Mandalorian. Also es ist jetzt nicht irgendwie Jedi oder Sith oder was auch immer. Nein, es ist jetzt die Fraktion Mandalorian. Etwas, was schon seit langer Zeit gewünscht und ich sage mal fast gefordert wurde, dass es mit dem Auftreten des Mandalorianers dann tatsächlich auch eine richtige Fraktion mit den Mandalorianern gibt, weil explizit ja Charaktere wie Sabine Wren, Gar Saxon, auch der Mandalorianer natürlich selbst, aber auch Jango Fett und manch einer mag auch sagen Boba Fett durchaus diesen Mandalorian-Tag verdient hätten. Und er kommt jetzt ins Spiel, also es wird eine komplett neue Fraktion mit den Mandalorians geben, und Capital Games hat dazu natürlich auch etwas veröffentlicht, nämlich, und macht mal den Spoiler hier nochmal kurz weg, und zwar werden diese folgenden Charaktere ab sofort, sobald das Ganze dann live ist, den Mandalorian Tag bekommen. Das ist natürlich der Mandalorianer in beiden Versionen selbstverständlich, Jango Fett, Sabine Wren, Gar Saxon, das imperiale Superkommando und Candorous Ordo. Gut, bei Candorous Ordo steht es ja so explizit drin, dass er ein mandalorianischer Ex-Soldat ist, entsprechend klar, dass er das auch hat. Und jetzt fragen viele, hey, Boba Fett ist doch auch Mandalorianer. Und wir hatten diese Diskussion neulich mal in einem Livestream, dass Boba Fett kein Mandalorianer ist. Und alle haben gesagt, natürlich ist das ein Mandalorianer. Sie geben uns eine Begründung, und zwar, wie in dem Mandalorianer Season 2 schon mehrfach gesagt wurde, ist Boba Fett kein Mandalorianer aufgrund seines Geburtsrechtes und ist deswegen nicht
oder erfüllt deswegen nicht sämtliche Kriterien, um als Mandalorianer bezeichnet werden zu dürfen. Und Django darf als Mandalorianer bezeichnet werden, denn er ist ein Findlingskind, wurde bei den Mandalorianern groß, wurde entsprechend aufgezogen und so weiter. Jetzt könnte man natürlich auch hier argumentieren vielleicht, ja, Boba ist ja quasi Django und er lernt ja vielleicht auch den mandalorianischen Weg. Nein, es wird explizit gesagt, ne, we don't need these two. Also das ist ja der Dialog mit Boba Fett, zwischen Boba Fett und Bo-Katan. Ein sehr, sehr schöner Dialog. Und nein, du bist kein Mandalorianer. Und Boba Fett schmeißt eiskalt zurück. Na, ich habe auch nie gesagt, dass ich einer war oder bin. Ja, also von dem her, Boba Fett wird kein Mandalorianer, auch wenn er die Rüstung seines Vaters trägt. Aber dadurch, dass er nie wirklich Teil der mandalorianischen Kultur gewesen ist, ist er halt entsprechend kein Mandalorianer. Dürft ihr natürlich gerne unten in den Kommentaren schreiben, ob entsprechend spoilermäßig, also wie gesagt, passt ein bisschen auf die anderen Leute auf. Also ob das Ganze jetzt gerechtfertigt ist oder ob ihr der Meinung seid, Boba Fett hätte trotz alledem auch den mandalorianischen Tag verdient. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Jetzt geht es endlich an das Kid-Reveal. Und was vielleicht auch schon dem einen oder anderen aufgefallen ist, dass hier Rey, Jedi-Meister Luke und Wat Tambor als direkte Synergie geschrieben ist. Und viele haben schon geunkt, auch unten gerade in den hier in den Kommentaren. Hier unten steht auch ganz, ganz viel. Ja, ja, wer erinnert sich nicht, als die Schmieden zusammen mit Jedi-Meister Luke und Rey zusammen auf großer Tour gewesen ist? Natürlich, kennen wir alle. Ja, okay, mag man halten, was man möchte, aber es ist halt tatsächlich, die Schmiedin ist eine helle Seite und somit natürlich eine direkte Synergie mit den beiden galaktischen Legenden der hellen Seite. Alles andere hätte mich jetzt auch tatsächlich verwundert. Und natürlich auch mit dem Beskar Armor Mandalorianer, also, ne, klar sind Synergien immer so so lala, aber aufgrund dessen, dass sie helle Seite ist, natürlich hat sie da entsprechend die Synergien. Klar, gar keine Frage. So, aber kommen wir jetzt tatsächlich endlich mal auch richtig zum Kid. Also sie ist tatsächlich sogar auch eine Anführerin. Also sie hat auch eine Anführerfähigkeit, von der ich aber ganz ehrlich sagen muss, die ist jetzt nicht so über dem Essen, aber da kommen wir jetzt gleich zu. Also, die erste Fähigkeit ist der Tempered Strike. Also, fehlt mir gerade ad hoc spontan tatsächlich so eine Besetzung. Fügt dem Gegner physischen Schaden zu, und zwar zweimal. Und falls das Ziel mit Rüstungsdurchdringung, Rüstungsschreddern belegt ist, dann erhält die Schmiedin einen Stapel von Beskar-Stahl, beziehungsweise Beskar-Barren, Entschuldigung, und zwar maximal dreimal. So, Beskar, hier Barren, sind ein neuer Buff, ein neuer Buff-Typ, und die werden dazu verwendet, um Beskar-Rüstung auf Verbündeten herzustellen. Da kommen wir jetzt als nächstes zu. Also, merken wir uns ganz, ganz wichtig, Armor Shred, ja, also tatsächlich, falls das Ziel mit Rüstungsschreddern, mit Rüstungszerreißen belegt wurde, was ja zum Beispiel Sabine Wren macht, ja, ne, mit ihrer Special zum Beispiel, dann bekommt sie einen Stapel von diesen Beskar-Barren. So, das erste Special mit einem Zeta, verdiene dein Abzeichen. Runde, drei Runden Cooldown. Die Animation finde ich eigentlich ganz cool. So mit dieser, ich schmiede hier mal so ein Stahlding, und mit dem Rhinoceros, hätte ich jetzt was gesagt. Ich weiß gar nicht, wie das Vieh heißt, was er da erlegt hat mit der Hilfe von Grogu. Und also das ist schon eine relativ coole Animation, aber ja, ne, Animation ist nicht alles. Gut, kommen wir zu der Fähigkeit, und zwar: Die Schmiedin verliert alle Stapel von Beskar-Barren und gewährt dem anvisierten Verbündeten eine Stufe der Beskar-Rüstung, welche gleich mit der Nummer der entfernten Stapel von Beskar-Barren ist, bis zum Ende der Begegnung, was nicht kopiert, entfernt oder verhindert werden kann. Außerdem kann diese Fähigkeit nicht benutzt werden, wenn die Schmiedin keinen Stapel von Beskar-Barren besitzt. So, okay, ganz, ganz viele Sachen. Also nochmal, sie bekommt Stapel von Beskar-Barren, diese Beskar-Ingots. Ja, das ist das eine. Wenn sie die Stapel hat, dann bekommt sie, und sie hat den Cooldown hier frei, kann sie
mit Earn Your Signet, einem der Verbündeten, eine Beskar-Rüstung schmieden. Und zwar die Anzahl der Stapel von Beskar-Barren, die sie besitzt, erhält der Verbündete. Und dann gibt es dann halt für einen Stapel, wenn sie das dann schafft, 50% Verteidigung, 15% erhöhte Gesundheit. Bei zwei Stapeln ist es, dass 30% Schutz bis zum Ende des Runde wieder hergestellt, also wieder eine Schutzerhöhung. Und bei drei Stapeln erhalte 100% Konterchance und, ganz, ganz wichtig, kann nicht kritisch getroffen werden. Das ist eine permanente Fähigkeit und das heißt also dreimal diese Beskar-Armor, diese Beskar-Rüstung ist schon eine ziemlich heftige Sache. Aber gut, ich meine, hey, komm, das ist Beskar-Stahl. Beskar-Stahl hält auch Lichtschwerter aus, was ja durchaus das eine oder andere Mal präsentiert wird. Ich bin hier so ein... Hier, ne, der Beskar-Mandalorianer, der durch jegliches Sperrfeuer von imperialen Sturmtruppen rennt und keinen einzigen Kratzer davon nimmt, weil die Rüstung einfach mal alles abprallen lässt. Das ist schon sehr, sehr tough, badass Move. Entsprechend, ne, can't be critically hit. So, dann haben wir das zweite Special, This is the Way, das ist der Weg. Und zwar verursacht Rüstungsschreddern auf dem anvisierten Ziel bis zum Ende des Kampfes und es werden alle mandalorianischen Verbündeten sowie die Verbündeten mit Beskar-Rüstung zur Unterstützung gerufen, die dann 10% weniger Schaden verursachen. Das ist eine sehr, sehr gute Sache und sie haben tatsächlich sogar auch in ihren entsprechenden Developer Insights, die ihr natürlich nachlesen könnt. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Also in den Developer Insights haben sie tatsächlich sich dazu geäußert, was das denn jetzt bedeutet, so diese wie die ideale Zugreihenfolge ist und idealerweise macht die Schmiedin hier als erstes, also sollte man sie relativ schnell machen, damit sie möglichst schnell und oft drankommt und die Beskar-Rüstung dann auf den Zielen anbringt, auf den Verbündeten. Und das Beste ist, wenn sie relativ schnell dran ist, in Kombination vielleicht mit Wat Tambor, ja, deswegen die direkte Synergie, ne, buffen, hier bekommt jedes Mal Zugleiste, wenn der Gegner dran ist und so weiter, also möglichst schnell machen das Ganze, dass sie oft drankommt und gleich als erstes erstmal hier, das ist der Weg reinschmeißen, damit ein Stapel an Rüstungsschreddern auf dem Gegner angebracht wird und dann ruft sie alle Mandalorianer und entsprechende Verbündete ja zur Unterstützung, also auch sich selbst, weil sie ist ja eine Mandalorianerin. Und wenn das Ziel dieses Rüstungsschreddern hat, dann erhält sie einen Stapel von Beskar-Barren, hat dann drei Stück. Warum, das sage ich euch gleich. Und dadurch hat sie gleich drei Stück, drei Stapel und kann gleich dem ersten Verbündeten hier diesen drei Stapel Abzeichen schmieden, was eine sehr, sehr interessante Sache ist, wenn du auf einmal 100% Konterchance und Crit-Immunität hast. Tatsächlich eine permanente Crit-Immunität, die nicht entfernt werden kann. Das ist schon ziemlich stark, muss man tatsächlich sagen. So, aber sie hatte, wie gesagt, auch noch eine Anführerfähigkeit, nämlich unser Überleben ist unsere Stärke. Und zu Beginn des Kampfes erhalten alle mandalorianischen Verbündeten 200% Bonusschutz, welcher nicht entfernt, verhindert oder verhindert werden kann und kritische Trefferimmunität für zwei Runden. Ja, also Schutzerhöhung 200% einmalig, die dann halt nicht nur zwei Runden läuft, sondern die dann halt 200% Bonusschutz und die sind dann halt irgendwann weg. Das ist nett, okay, das ist, ja, aber nett ist ja der kleine, und wir wissen ja, ne, von wem das der kleine Bruder ist. Ist okay, ist jetzt nichts, wenn man jetzt nicht noch eine bessere Fähigkeit besitzt oder sowas, kann man das durchaus mal machen. Ansonsten ist das Interessante, ist hier Both Hunter and Prey, also Jäger und Beute. Und das erste Mal, wenn ein gegnerischer, ein anderer Verbündeter unter 60% Gesundheit fällt, dann erhält dieser einen Stapel, erhält die Schmiedin so rum einen Stapel von Beskar-Barren und der entsprechende Verbündete stellt 40% Schutz wieder her. Außerdem startet die Schmiedin mit zwei Stapeln von Beskar-Barren. Oh, Gottes Willen, das ist ein Wort. Beskar-Barren, Beskar-Rüstung. Am Beskar ist es, wir machen gar nichts draus. Und ja, okay. Es ist morgens, entschuldigt bitte, das ist halt nun mal. Also hier kommen jetzt diese zwei Stapel von Beskar-Barren, die ich eben schon erwähnt habe, ins Spiel. Also
Man startet mit zwei Runden, mit zwei Stapeln Beskar-Barren. Oh, das wird der neue Zungenbrecher des Tages. Beskar-Barren. Und dann über This is the Way gibt's einmal Mass Assist, Rüstungsschreddern drauf. Ne? Sabine Wren macht dasselbe ja auch. Und deswegen ist halt die Synergie entsprechend vorhanden. Und ja, also das ist eine schöne Sache, insbesondere halt um diese 100% Konterchance und diese Crit-Immunität tatsächlich dabei zu haben. Und deswegen, also sollte sie möglichst schnell sein, da muss man dann mal gucken, wie das dann in Kombination ist mit dem Beskar-Mando hier und anderen Verbündeten. Da fehlt mir jetzt tatsächlich gerade, nicht das Nonplusultra ein, aber vielleicht habt ihr ja coole Team-Ideen, wie man diesen Charakter super geil einsetzen kann, ist ein weiterer Support-Charakter und tatsächlich auch mal jemand, der angreift. Ja, also nicht wie Watt Tambor oder der Einsiedler-Yoda oder C3PO oder die richtig coolen Support-Charaktere, die alle irgendwie nur ein oh, ich mach mal was. Oh, und wenn keiner mehr da ist, oh, dann laufe ich weg. Oh. Ja, also ich meine, die haut ja nur auch drauf, ne? Also hat sie ja nun mal auch in Mandalorian hat sie das ja nun mal auch gemacht. Entsprechend darf das ruhig sein und ich finde das sehr schön. Das Kit ist okay. Fazit meinerseits, da werde ich ja auch immer wieder zu gefragt, was hältst du denn jetzt eigentlich davon? Also an und für sich, das Kit ist ganz okay, ist jetzt nicht ein super Teil oder was auch immer. Also ist jetzt nicht so, boah, halalala. Ist okay, es wird seinen Weg finden, insbesondere dann auch mit den Mandalorianern. Da darf man gespannt sein, wie da vielleicht doch das ein oder andere Kit-Touch-Up kommt oder welche Kombination das ist, wie sich das hier mit den Galactic Legends vielleicht spielt. Muss man noch mal ein bisschen abwarten. Ist auch erstmal, muss man schauen, wie ist die Viability, wie es so schön heißt, auf 3 Sterne bzw. 4 Sterne, weil es wird ein Marquis-Event und entsprechend wird es ein Weilchen dauern, bis wir die dann auch auf 7 Sterne haben. Wie ist die Haltbarkeit, Geschwindigkeit und. All diese Sachen werden wir alle rausfinden. Und ein Last but not least Statement, könnte man sagen, von mir zu dem ganzen Thema ist, ich hatte tatsächlich aufgrund der Ankündigung von Capital Games in der letzten Road Ahead, ja, wir erinnern uns, da war ja ganz unten genau dieses Bild da, ne, mit ihr als Schmiedin drin und ich habe schon gedacht, so oh, geil, hier vielleicht, nee, nicht in der Road Ahead, aber im Livestream habe ich das mal gesagt, richtig, stimmt, entschuldigt bitte, das passiert. Also, da habe ich gesagt, naja, es ist ein neuer Spielmodus irgendwo in den Daten aufgetaucht und das hat was mit Relikten oder mit Artefakten und so weiter und Schmieden zu tun. Und ich dachte schon so, boah, geil, cool, jetzt kommt hier die Schmiedin und die macht uns irgendwelche coolen Artefakte und habe mich schon gefreut, so, na, das wäre ja mal ein geiler Teaser, weil das sah schon sehr, sehr fertig aus und gerade da sie ja letzten Monat angekündigt haben, hey, wir bringen euch im Januar, bringen wir euch coole neue Infos für irgendwelchen geilen Stuff, bringen wir euch raus. Da habe ich schon gedacht, so, boah, cool, jetzt kommt das und jetzt kommt dann das Kit. Und ich war ein bisschen enttäuscht darüber, tatsächlich, dass es jetzt nur ein neuer Marquis-Charakter ist und nicht doch ein richtig cooles Feature, weil der Challenge Rancor ist nett, aber enttäuschend für viele. Von der Spielmechanik des Heroic Rancors mal ganz abgesehen. Und auch die Galactic Challenges, die sie rausgebracht haben, lassen auch sehr stark zu wünschen übrig. Insbesondere dadurch, dass sie in viele der aktuellen Galactic Challenges schon diesen Beskar-Armor Mandalorianer als Voraussetzung für irgendwelche Feeds genommen haben. Das hat sehr, 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 sehr viele Leute verärgert und auch mich tatsächlich ein bisschen missmutig gestimmt. Deswegen bin ich ein klein wenig enttäuscht darüber, dass wir jetzt halt nur diesen Marquis-Charakter bekommen. Ich hatte mir ehrlich gesagt etwas mehr erhofft nach 2 bis 3 Wochen, wo man gar nichts gehört hat, weil Weihnachten und zwischen den Jahren und Urlaub und keine Ahnung was vollkommen verständlich ist. Da habe ich gedacht, so komm, jetzt hauen sie einen raus. Sie hatten ja auch lange genug Zeit, das vorweg zu planen und irgendwer war mit Sicherheit da und hat was gemacht. Und dann kommt dann nur so ein Marquis, war so ein bisschen so, fühlt sich irgendwie komisch an. Aber mal gucken, es ist noch, der Januar ist noch ein bisschen, vielleicht kommt da ja doch noch irgendwo was Cooles in nächster Zeit. Jetzt aber können wir uns erstmal freuen über die Schmiedin, die inklusive eines sehr, sehr coolen mandalorianischen Tags mit einhergeht. Ergo, mal schauen, vielleicht hat ja auch Garsex mit dem imperialen Superkommando endlich neben den Schiffen auch mal tatsächlich eine Nützlichkeit erfahren. Das werden wir sehen. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr glaubt, welche Charaktere aus dem Mandalorian wir vielleicht noch bekommen könnten. Und schreibt bitte nicht Ahsoka Tano
oder Bo-Katan. Ich denke, das dürfte relativ offensichtlich sein, dass wir über kurz oder lang mit diesen Charakteren rechnen können. So, ich hoffe, dass euch das Video hier jetzt mal wieder gefallen hat nach all der langen Zeit. Es kommt wieder was, sei euch versichert. Ich bin nicht von der Bildfläche verschwunden. Im Gegenteil, ich bin jetzt wieder an einem Punkt, wo ich wieder ein bisschen mehr machen kann. Ergo, in diesem Sinne, abonniert den Kanal, liked das Video, teilt das Video und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal hier bei Star Wars Galaxy of Heroes. Ich bin der Simme, vielen Dank fürs Einschalten, stay tuned, ciao.